Kürzlich haben wir auf unserem Kanal über den zivilen Einsatzbereich der russischen Robotik erzählt. Es steht auch fest, dass die Stunde für autonome Militärroboter schon geschlagen hat. In diesem Herbst wurden wichtige Tests der überarbeiteten Marker-Plattform auf dem russischen Kosmodrom Wostochny durchgeführt. Es handelt sich um eine offene Plattform, auf der Module für zukünftige Generationen von Kampfrobotern getestet werden können. Die Kampfausrüstungen, die wir als Roboter bezeichnen, sind im Grunde genommen nur festgesteuerte Maschinen, die ohne menschliche Beteiligung nicht funktionieren. Autark können sie bestenfalls in dem Fall agieren, wenn es auf einige ziemlich einfache Handlungen ankommt. Der autonome Bodenkampfroboter Marker war auch zunächst nur ein ferngesteuertes Maschinengewehr auf Rädern. In den letzten Jahren wurde intensiv an Kampfrobotern der zweiten Generation gearbeitet. Momentan ist es ein Minipanzer mit Kettenantrieb, der verschiedene Rüstsätze trägt und auf dem Gelände autonom die Gefechtsaufgabe erfüllen kann. Der größte Vorteil von Marker ist seine Vollformatkamera mit komplexer Bildverarbeitung. Es ist ein komplexes System von miteinander verbundenen Modulen für die zwei- und dreidimensionale Objekterkennung. Dazu gehören noch Modul zur Tiefenberechnung, Modul zur Berechnung der räumlichen Position, Modul zur Animierung von Bewegungsfaden und eine dreidimensionale Mappe. Eigentlich hat die Maschine mehr als zwei Dutzend von wichtigen, hochentwickelten Systemen. Der Marker ist imstande, die Lager selbstständig zu erkennen, zu analysieren und auf Hindernisse wie Erhebungen, Bäume und Schluchten zu reagieren. Das autonome Steuerungssystem braucht keinen Bediener. Das russische Militär hat zwei Maschinen in der entlegenen Region in diesem Herbst erprobt. Eine Distanz von 100 Kilometern wurde auf unwegsamem Gelände zurückgelegt. Die Maschinen erledigen die gesamte Arbeit, ohne Menschliches zu tun. Die Plattform kam am Ziel an, indem sie sich auf die Daten des technischen Sichtsystems gestützt hat. Ein unbemanntes Luftfahrzeug sorgte dabei für die Erkennung des Territoriums von oben. Der Marker ist ein Konzept, das unter anderem zum Testen der Technologien der neuen zukunftsweisenden Generation entwickelt wurde. Außerdem kann der Marker im autonomen Modus die Umfangszone des neuen russischen Weltraumbahnhofs bewachen. Die Roboterplattform hat klaren Plan. In dem Fall, dass ein Einbruch festgestellt wird, wird der diensthabende Wachmann darüber sofort benachrichtigt. Der Eindringling wird mit akustischen Warnsignalen eskortiert, notfalls mit Hilfe einer fliegenden Drohne von den Plattformen. Der Marker darf auf den Täter nicht schießen. Dafür kann er aber Drohnen oder andere technische Mittel, die beim unbefugten Betreten verwendet wurden, abfangen. Der Roboter hat die Aufgabe, das Gelände ständig zu untersuchen, ob es indirekte Anzeichen der Sicherheitsverstöße gibt. Er ist immer in Bewegung und steht in Kontakt mit dem diensthabenden Mann. Diese Handlungen wären unmöglich, wenn das Sichtsystem auf Algorithmen eines neuralen Netzes nicht gestützt hätte. Inzwischen ist es anerkannt, dass das System auch zum Schutz sensibler Objekte geeignet ist. Es ist bei weitem nicht alles, was Interesse darstellt. Das intelligente Bildverarbeitungssystem könnte zum Beispiel zum Zweck der Evakuierung von Soldaten vom Schlagfeld eingesetzt werden oder zur Entwicklung von unbemannten LKWs, selbstverständlich auch für zivile Nutzung. Wir sehen also, dass die russischen Ingenieure kurz davor stehen, nicht nur eine ferngesteuerte Maschine, sondern einen voll leistungsfähigen Kampfroboter der Welt zu offenbaren, wo andere Armeen der Welt können nur begrenzt mithalten. Aber die Roboterrevolution ist nicht mehr zu stoppen.